Die Auserwählten der Ältesten sind extrem widerstandsfähig. Yeah. Trotz unseres heutigen Sieges haben wir noch viel zu lernen, wenn wir sie dauerhaft besiegen wollen. Zwei Beförderungen komplett auf Maximum. So, was kriegen wir? Wir haben so einen noch nie aufgewählt. Der hält diese Runde drei Aktionen und keine Aktion beendet deine Runde. Mehrfach Standardschüsse unterliegen einen kleinen Rückstoßabzug. Na, Opfern finde ich eigentlich schlecht, deswegen nehme ich Nova. So, und hier. Der kriegt, glaube ich, das Schnellfeuer mit dem Teil. Die Zerstörung dieser Einrichtung war ein entscheidender Schritt für die völlige Vernichtung des Avatar-Projekts, Commander. Gute Arbeit von Ihrem Team. Ja, das war auch der entscheidende Schritt, um Omega auf Maximum zu leveln. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die 11 Tage um sind. So. Ihre Truppen haben heute bewundernswert gekämpft, Commander. Danke. Aber ihre Bemühungen haben den Fortschritt der Zukunftsvision der Ältesten kaum aufgehalten. Ach. Sie scheinen einfach kein Glück zu haben. Na toll. Nein. Okay, schicken wir mal ein anderes Team dahin. Mal eine Auszeit von den Gamma oder Delta. Hey, es sind auch zwei. Gut. Ja, was finden wir? Ist eigentlich vollkommen egal. Können wir auch das Leichteste nehmen. Insektopod ist dabei. Insektopod ist eigentlich dann direkt wieder... Ja... Dann ist es schon wieder sehr schwer. Was? Die Truppgröße ist bei diesem Einsatz auf 3 Soldaten begrenzt. Was sind das für ein Scheiß? Das ist ja böse. Ne, nehm ich lieber das hier. Setze Kurs auf Sektor 11. Sowas gibt's auch noch, ey. Truppgröße ist begrenzt auf 3. Commander, die Bedingungen am Boden scheinen für ein unbemerktes Vorgehen geeignet zu sein. Wenn wir unsere Leute in Position bringen, sollten sie alle im Verborgenen arbeiten können. Irgendwie habe ich mal Bock, ein reines Sturmteam zu nehmen. Ich weiß auch nicht warum. Sollen wir probieren? Gut, dann allerdings unter Caper, wo ist die? Da. Capers Führung. Reines Sturmteam. Wir können ja die ersten aus jedem Team nehmen. Das war allerdings ein Stalker eigentlich. Wo sind die? Stalker, wo bist du? Stalker? Stalker ist weg. Ah ne, die ist noch nicht gelevelt. Da wird's ja mal Zeit. Viking ist aber gelevelt, ne? Ja. So, Valkyrie oder X-Men? Ich glaube, Valkyrie. Wildling. Wir haben also ein Delta-Team-Mitglied dabei. Jetzt wird's also richtig blöd. Aber das, der hat Glück gehabt. Wildling und Mustang sind nicht verfügbar. Das heißt, das geht automatisch nach Trojan. Die ist aber auch schon hoch. Die ist müde. Oh. Na gut, die waren ja auch gerade eben dran. Dann nehmen wir Ghost. Sigma. Damit das nicht ganz zu schwer wird, Gizmo. Und Viking. Dann haben wir wirklich ein komplettes
Sturmteam. Also damit habe ich auch noch nie gekämpft. Das wäre jetzt mal sehr interessant. So, dann gibt es natürlich dann auch Chance auf Bonusaktion. Das ist doch nie schlecht. So, was Ausrüstung kriegst du? Die Icarus-Rüstung. So, zack. Kriegst natürlich dann auch den Kopf frei. Damit du was sehen kannst. Du kriegst die Schlangenrüstung. So, du brauchst ein bisschen sowieso hier einmal besser da ausweichen, das ist gar nicht schlecht. Ja, warum nicht? So, das ist normal 9 Einrüstung mit plus 7 und plus 2 nimmst du den Rage. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber besser so als gar nicht. Und dann nimmst du noch die Plattenrüstung. Das ist hier nämlich wie ein Panzer quasi und das brauche ich auch. So, wir brauchen auch Medikits. Die stärksten haben PB-Moon. Und ich werde ein folgendes Muster abspielen, dass die immer zusammen sind. Das heißt, niemals getrennt. Was hat sie denn da? 7 Wille. Komm, das geht doch besser. Nimm doch mal die Ausweichen mit. Chance auf Bonusaktion für Gizmo. Das ist gar nicht schlecht. So, bevor ich weitergehe. Was hast du da? 3 Mobilität. Ne, das machen wir. Das erhöhen wir mit 4 TP. Wille. Ja, das passt. Gut, da bin ich mal gespannt. Habe ich auch noch nie gehabt. Ein komplettes Sturmteam. Sky Ranger eingesetzt. Ich sag, die Mischung macht's meistens immer. Sind in Position für den Einsatz. In der Regel ist die Mischung wichtig. Jetzt, da wir keinen Healer haben, kann das sogar ganz schön böse enden. Andererseits, die könnten auch so reagieren, dass sie wirklich alles wegächsen. Weil die so stark sind mit den Schrotflinten. Bei ihrer jüngsten Operation zu stören. Deshalb müssen wir das Relais zerstören. Schalten Sie alle Feinde aus, sichern Sie das Gebiet und zerstören Sie das Ziel. Menace 1-5, das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Der Trupp ist in Position und verborgen. In Anbetracht der Umweltbedingungen da unten sollten Sie in Verborgenheit bleiben können, ohne sich gegenseitig zu verraten, wenn Sie entdeckt werden.
So, wir haben also eine Kooperation zwischen Team Rot, Blau, Grün und Weiß. So, okay, wer gehst du vor? Wo bist du überhaupt? Da. Begebe mich zum Ziel. Mir entgeht nichts. Closing on target position now. Scanning. Ruling. Eyes on the prize. Moving to position. So. On Overwatch. Moving to designated position. Affirmative. Covering now. Rums. Hören wir den auch schon. X. Begebe mich zur Zielposition. Augen auf. Ja, ich bin mal gespannt. Im Moment läuft die Zeit nicht weiter. Da werden wir gesehen. Good to go. Immer so, dass wir da eingreifen können. Los, los, los. Sind da oben. Eine Schaufensterpuppe? Was machen die denn hier? Moving. Order's confirmed. On the move. So, halten wir da mal Wache. So, wir versuchen einfach mal, ohne entdeckt zu werden, dahin zu kommen. Könnte interessant werden. Move, move, move. So, okay, aber du rennst in die Richtung zurück. Wird erledigt. Du deckst die andere Seite. So, Viking. Das sind echt alles Frauen, ne? Das fällt mir jetzt das auf. Ja gut, wir haben aber trotzdem ein paar männliche, die sind aber nicht dabei. Cobra wäre das gewesen. Messier, also Wildling aus dem Delta-Team, aber die sind auf einer anderen Mission. Und X-Men, also es gibt... Das ist ja so purer Zufall, was ich jetzt hier habe. So. Ziehe los. Begebe mich zum Ziel. Okay. Ein Andromedon. Hier muss ich aufpassen, wie ich die steuere, weil ich kann das ja auch so machen und dann knallen die durch die Fenster.
soll man ja auch nicht. Okay. Moving to designated coordinates. So, geradeaus durch. Und hier hinten hin.